Max Plenert ist nicht nur selbst Cannabis-Patient, sondern man kann auch sagen, er ist Patientensprecher. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Beitrag. Danke. Ja, hallo. Guten Abend, Hanfparade. Seid ihr noch da? Ja, sehr gut. Ja, ich bin krank. Ich nutze Cannabis und dank Cannabis kann ich ein besseres Leben führen. Und viel zu viele in diesem Land können das noch nicht, obwohl ihnen Cannabis helfen könnte. Und meine Mission ist es, dass jedem im Cannabis helfen könnte, dass auch eine reale Therapieoption ist, die man einfach nutzen kann, wenn sie einem passt. Und das muss die Normalität sein und davon sind wir noch weit entfernt. Florian hat gerade beschrieben, ja, es gibt legales Cannabis, aber man muss sagen, auch Cannabispatienten sind mit dem neuen Gesetz auf einer ganz, ganz kleinen Insel, wo es ziemlich steil abwärts geht an den Rändern, weil ein Cannabispatient kann auch, wenn er sich an alle Regeln hält, doch ganz leicht in den gleichen Apparat kommen, wie jeder andere auch. Ich betreibe zusammen mit Kollegen ein Patiententelefon jeden Freitag, könnt da Leute ganz kostenlos anrufen. Was wir da für Geschichten mitbekommen von Patienten aus dieser Republik, was die noch erleben dürfen. Wir hatten gestern, eine alleinerziehende Mutter aus Bayern am Telefon. Die arbeitet im sozialen Beruf, hat viel geleistet und hat einmal Cannabis verschrieben bekommen. Dann kam man die Polizei vorbei wegen einer Ruhestörung, da hat dann jemand erwähnt, dass sie mal ein Rezept bekommen hat. Die darf jetzt innerhalb von 2 Wochen entweder eine EPU machen und ihren Führerschein abgeben. Und ihren Job dadurch verlieren, weil sie schlicht und ergreifend ein einziges Mal Cannabis auf Rezept bekommen hat. Also das sind die prekären Grenzen, wo jeder Patient sich nicht zu Schulden kommen lässt und trotzdem in die Mühlen reingerät und in die gleiche existenzvernichtende Scheiße reingerät, wie jeder andere, der seinen Führerschein verliert wegen Cannabis. Und ja, dann einfach, ja, es ist, ja, aber auch da kennt die Polizei sonst auch nicht. Wir haben Hausdurchsuchungen, wo offizielle Dosen aus der Apotheke mitgenommen werden. Wir haben Patienten, die ihren Kostenantrag gestellt haben, der abgelehnt wurde. Sie haben geklagt, sie haben verloren, sie haben einen Eigenanbauantrag gestellt, der wurde abgelehnt. Dann haben sie aus ihrer Not heraus angebaut, wurden erwischt und auch da werden sie weiter verurteilt. Da werden die Patienten weiter mit Mitteln des Strafrechts geschützt, sich ihre eigene Medizin anzubauen. Welche Perversion des Rechtsstaates könnte das doch toppen? Ja. Und auch innerhalb des Systems ist doch nicht alles gut. Wir haben zwar ein gutes Gesetz, aber die Krankenkassen arbeiten weiter dran, das zu sabotieren. Das lässt sich aus ganz einfachen Zahlen ermitteln. Es gab bei der Begleiterhebung, wo genannt wurde, wie viele Menschen zum Beispiel mit ADHS schon eine Kostenerstattung bekommen haben. Und das waren nicht mal halb so viele Menschen, wie damals eine Ausnahme erlaubte, schon besessen haben. Also nur ein Bruchteil der Leute, die damals schon von einer Bundesbehörde bestätigt bekommen haben, dass sie krank sind, dass ihnen Cannabis zusteht, sagen die Krankenkassen, nein, so schlimm krank ist der dann doch nicht. Und ich bin selbst betroffen, ich klage jetzt auch noch vor dem Sozialgericht. Wenn ich da auch verliere, ja, dann werde ich einen Eigenanbauantrag stellen und damit andere das auch machen können, werden wir auch gleich Workshops veranstalten. Ja, weil jeder, der einen Eigenanbauantrag stellt, muss die Sachkunde dafür nachweisen und diesen Sachkundenachweis werden wir doch vielen Patienten geben, damit wir hier wieder Druck machen, weil dass wir überhaupt das neue Gesetz haben, lag da dran, weil Patienten geklagt haben und geklagt haben und geklagt haben und gewonnen haben und gewonnen haben und gewonnen haben, bis dann der Druck so stark wurde und jetzt sind wir selbst wieder in der Position, wir könnten theoretisch Cannabis bekommen, wir können es uns nicht leisten, wir werden den Eigenanbau vorantreiben und wenn sie uns nicht das Gesetz nochmal nachbessern, dann bauen wir halt selbst an. Das wird eh früher oder später kommen, bis die ganze Legalisierung da ist. Und die wird auch für Patienten ein Segen sein. Ein letztes noch. Cannabis als Medizin ist auch definitiv ein Thema, mit dem man wirklich in die Gesellschaft tief reinkommt. Wenn ich mir anschaue, wer bei unserem Patiententelefon anruft, gebt das ruhig weiter an alle eure Mütter, Omas, Verwandtschaft, jeder, der krank ist. Cannabis-patiententelefon.de, da gibt es die Nummer, da könnt ihr jeden Freitag anrufen und dann versuchen wir den Leuten wirklich zu helfen durch die unglaublichen Schikanen, die weiter existieren. Und auch das, jeder weitere Patient ist ein Stück Normalisierung und da werden wir noch viel nerven müssen, aber wir werden jetzt nicht aufgeben, jetzt wo wir schon so weit gekommen sind. In diesem Sinne,
Heiter weiter, spread the word. Ja, make cannabis as medicine great again.